Ayo, was geht, Freunde der Ecke Staffel? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Spider-Man 2. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Weiter geht's. Wir müssen jetzt sozusagen in die nächste Hauptmission. Ich würde sagen, wir gehen da auch direkt rein. Den guten alten Tombstone versuchen zu befreien. In der Gießerei ist hier viel los. Was dauert da so lange? Vorsichtsmaßnahmen. Tombstone macht's uns nicht leicht. Alles klar. Bereit halten. Jagd ist Leben. Leben ist Jagen. Alles klar. Ich muss das Dach aufräumen, wenn ich da rein will. Safe. Hier wimmelt's nur so von Jägern. Sind die alle für mich? Hey, hab grad mit meinem Dad geredet. Aber noch keine Spur von Dr. Connors. Ich hab Dad schon gestresst. Wir werden Connors finden. Ruf doch MJ an und bitte sie, bei ihm nachzusehen. Ja, gute Idee. Ich sehe dich dann in der Stiftung, wenn ich hier fertig bin. Wo bist du? Brauchst du Hilfe? In Williamsburg, bei der alten Stilgießerei. Ich glaube, sie halten hier Tombstone fest. Klingt nach einem Job für die Spider-Freunde. So werden wir uns sicher nicht nennen. Welchen Namen benutzt du mit dem anderen? Keine Ahnung. Spider-Mans? Spider-Männer? Das verwirrt doch. Ich sollte los. Ja, ich weiß, es ist verwirrt. Ich weiß, es ist verwirrt. Nein, komm nicht her. Die sind tödlich. Ich möchte nicht, dass du verletzt wirst. Bis bald. Was kämpfen wir mit dem noch beibringen? So. Ja, Runde. Warte mal. Ja, scheiße, warte mal kurz. Ich musste irgendwie. Genau. Steht er immer noch? Er steht immer noch, Digga. Jetzt ist er. Sehr schön. Der Schornstein ist mein Weg ins Innere. Zack. Ups. Sehr schön. Und rein da. Ah, Jungs, das Spiel ist wild. Das Spiel ist wild. Hab grad mit MJ telefoniert. Sie macht sich gleich auf den Weg zu Connors. Das ist klasse. Ja, wollte nur sicher gehen. Die Stilgießerei, richtig? Ja. Was machst du gerade? Cardio. Dann trainier mal weiter. Ich muss schnell Tombstone finden, bevor es ihm wie Scorpion geht. Draußen meldet sich niemand mehr. Ja, super. Schickt weitere Wachen zu Tombstone. Ich hole Verstärkung. Verstärkung? Ich sollte leise vorgehen. Ja, am Arsch. Das wollte ich nämlich nicht machen, aber egal. MK1 aktualisiert er schon. So, machen wir die erstmal weg hier. Na, ist die Schieß, das war wie ein Ding. Nein! Sehr schön. Sehr wild, sehr wild, sehr wild. Ich glaube, das waren dann alle. Wer bist du denn, Junge? Ihr macht es einem nicht leicht. Das ist... Harry? Harry. Was machst du denn hier? Dir helfen, Spider-Man. Gern geschehen übrigens. Ich wollte das leise erledigen. Ist das meine Schuld? Du links, ich rechts. Dann mal los. Let's go. Du
funktioniert es zwar, du hast es im Griff, aber sieh uns an. Ich wollte dich eigentlich mit etwas Leichterem anfangen lassen. Was gibt es Besseres als Learning by Doing? Ja gut, hat er auch recht, ne? Digga, geil, Alter. Einfach mit Harry kämpfen, Bro. Nicht übermütig. Einfach mit Harry. Man verprügelt nicht nur Schurken. Man muss auch schwere Entscheidungen treffen. Kommt wohl mit dem Job. Nice. Bewege mich. Blocke mit der Armbrust. Kommt der ja Maniac, Alter. Ich mach dich fertig. Nice, Harry. Harry ist stabil. Let's go. 69er, Alter. Netze nichts. Wir müssen den anders außer Gefecht setzen. Ja, Runde. Achtung! Sie sind doch auf den Plattformen. Ich hab sie. Bleib aus der Schusslinie und schnapp dir die Jäger. Ob dieser Anzug kugelsicher ist? Jetzt ist nicht die Zeit, das zu prüfen. Wie lautet dann der Plan? Ich arbeite dran. Mies und der Stress hier, Digga. Geh zum hinteren Balkon. Ich schieße. Nice, ich find's geil, auf einmal sind's drei. Aua. Mein Gott. So. Harry, ich hab ne Idee, wie wir das Ding ausschalten können. Dann raus damit! Da oben, der Bottich. Was ist in dem Zeug drin? Ausweichen! Ich hab die Idee. Vorsicht, Bottich. Nice. Die Flammen verglühen meine Netze. Scheiße, Bro. Oh mein Gott. Nein. Fuck. Ah, scheiße, nicht aufgepasst. Scheißdreck. Erstmal wieder reinkommen. Ist das ein Flammenwerfer? Leider ja. Da taugen meine Netze nichts. Warte, erstmal. Wir müssen den anders außer Gefecht setzen. Harry, ich hab ne Idee, wie wir das Ding ausschalten können. Dann raus damit! Da oben, der Bottich. Let's go. Ich lenke es ab, los nach oben. Los! Nice. Das war lustig. Und jetzt retten wir einen Superschurken. Reformierter Superschurke. Trotzdem hat er ein paar Mal versucht, dich zu töten. Er versucht, sich zu ändern. Ich will ihm helfen. Okay, lass uns... Los! Wir müssen sie treffen, bevor sie uns treffen! Ja, und weiter geht's. Ja, ich schätze deinen Enthusiasmus. Aua. Aber ich bevorzuge Köpfchen vor Muskelkraft. Was ist los? Wir packen das. Das ist nicht garantiert. Aua. Mann, Digga, was ist das denn? Ach, Schwanz lutscht mit Gurken, Junge. Okay, lass uns los! Wir müssen sie treffen, bevor sie uns treffen! Und weiter geht's. Ich schätze deinen Enthusiasmus, aber ich bevorzuge Köpfchen vor Muskelkraft. Was ist los? Wir packen das! Das ist nicht garantiert! Verstanden! Ich gebe mein Bestes!
Macht dir das Feuer nichts aus? Nein, in der Tat. Ich schwitze noch nicht mal. Nice. Es hat sich schnell zugespitzt. Das tut es immer. Hier, Kleiner. Ich hab was für dich. Hier wird's langsam brenzlig. Junge, wie viele hier, Alter. Ist so unnormal. Wir packen das. Nice, sorry. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Der Anzug ist irre. Langsam habe ich den Dreh raus. Sollte es Lehrer sein. Vielleicht kriege ich doch meinen Job zurück. Aua. Ich schieße. Junge. Sehr wild. Ich stecke fest. Harry, alles okay? Ja, mein Kopf. Wir müssen weg. Jetzt. Geil. Wenn wir uns nicht bewegen, sieht er uns nicht. Tja, war wohl uns denken. Sie sind hier! Na toll. Was war das mit deinem Anzug? Keine Ahnung. Der Alarm hat mich durcheinander gebracht. Hauptsache, es geht dir gut. Will noch jemand? Vergiss nicht die Roboterhunde. Was will uns als nächstes töten? Ich schieße. Schwanzkuss. Nice, Harry. Sehr schön. Aber geil, gleich mitgenommen. Bleib ruhig. Erledige sie nacheinander. Okay. Alles klar, Herr Lehrer. Herr Lehrer. Angreifen. Langsam wird's anstrengend. Wo ist der Typ bloß? Lass mich raus! Ich glaube, wir sind gleich da. Autsch. Z.
so. Let's go. Sehr schön. Langsam werde ich nervös. Sicher, dass wir das schaffen? Aber Logo, wir sind die Spider-Freunde. Okay. Da ist unser Mann. Wie ist der Plan? Holen wir ihn uns. Ich starte ein Ablenkungsmanöver. Versuch du, ihn zu befreien. Okay. Sie werden so schnell groß. Ich hol dich hier raus, okay? Kannst du nicht. Wir haben alles verkabelt. Dann entkabele ich es. Was habe ich dir gesagt? Sorry, ist mein erster Tag. Ich brauche hier Hilfe! Bin gleich zurück. Oh, Harry, ich küsse dein Herz. Werden die größer? Du Hund. Also noch einmal durchs Feuer! Jetzt musst du noch Witze reißen! Gehört zum Job! Diese Ironie! Die Spinne kommt mit Händen! Hey, du schuldest mir was! Mal sehen, ob wir entkommen! Du wirst verletzt! Wo kommen die alle her? Vielleicht kann man die buchen! Wir müssen diesen Ofen ausschalten! Da! Wenn wir die Maschine mit Kühlmitteln überlasten, sollte sie ausgehen! Aua. Die Maschine mit Kühlmitteln. Aua. Wo soll das Kühlmittel denn sein? Das sind Steine? Wo ist das Kühlmittel? Ich glaube, ich muss aber zuerst... um den Ofen auszuschalten. Okay. Ach, da. Gut, jetzt sollte... Toll. Wollt ihr hier etwa alle umbringen? War nicht der Plan. Sorry. Na super, noch mehr, Alter. Wir auch nicht. Ja, dann machen wir. Da wird es heiß! Dank gemerkt! Ich glaube, der Anzug ist feuerfest! Kein Glück! Wir haben keine Zeit für sowas! Was machen wir? Schlag schneller! Das kriege ich hin! Tombstone muss da raus! Jetzt können wir den Käfig demolieren! Da! Zieh die Stützen raus! Nenn mich verrückt, aber heute zählt zu den besten Tagen meines Lebens! Du musst echt öfter rausgehen! Nice. Weg mit dir! Keine Chance! Nein. Das hier weg damit. Nur noch zwei übrig. Woraus besteht das Ding? Keine Ahnung, aber hier fällt alles zusammen. Mach weiter! Es funktioniert nicht! Durchhalten! Wir müssen die Stützen abreißen! Ziel ist in Sicht! Hallo? Let's go! Ihr stürzt gleich alles ein! Ich krieg den Käfig nicht auf! Vielleicht! Kommen wir durch den Ofen! Nein, da drin ist es zu heiß! Hast du eine bessere Idee? Schwere Entscheidungen! Was hast du vor? Komm schon, Harry! Da! Was jetzt?
zurück! Hier du! Los, raus da! Sehr schön. Ist dieser Job immer so stressig? Yoga wird Wunder beim Stressabbau. Wollt ihr hier sterben? Bewegung! Na, nein, 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 nein! Wir haben ihn verloren! Keine Panik! Schnell! Hier lang! Sehr schön. Harry! Harry! Ich muss weiter! Oh, Scheiße, Bruder. Nein! Danke. Ich hab's in dem Moment nicht gesehen. Aber krass. Sehr geil gemacht. Moment. Ist uns jemand gefolgt? Ich schau nach. Der Nachteil daran, wenn man sauber bleibt. Das Spiel hält dich in Form. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Ein paar andere hatten weniger Glück. Die hätten mich gar nicht kalt machen können. Und sie wollten das wohl ihrem Boss überlassen. Kennst du ein sicheres Versteck? Ja. Wenn die nochmal kommen, bin ich bereit. Richte deinem Freund meinen Dank aus. Man sieht sich, Spinne. Die haben sich wohl aufgeteilt. Sollten wir auch. Ja. Hey, das war gute Arbeit. Echt jetzt? Und ich war mir sicher, dass ich alles vermassle. Hast du. Aber im bestmöglichen Sinn. Was machst du? Moment! Sorry. Hab immer noch nicht raus, wie das funktioniert. Cooles Design. Was meinst du? Hast du nicht gerade... Hä? Das hab ich wohl. Sieh dir das an. Jetzt sind wir wohl wirklich Spider-Freunde. Ich gehe zurück ins Labor und sehe nach, ob Dr. Connors aufgetaucht ist. Gute Idee. Ich melde mich später. Unglaublich. Okay, wir wurden angefasst. Warum? Ich glaube, das könnte was bedeuten. Ach, ah, geht's über Miles. Nee, das ist wieder wegen eines Tausendfüßlers. Sollte mich bei Pete erkundigen. Hey, Miles. Hey, Mann. Lang nichts gehört. Brauchst du Spider-Hilfe? Danke, wir kommen klar. Wir haben Tombstone gerettet, bevor Kraven ihn in die Finger bekommen hat. Wir? Oh, lange Geschichte. Also, mein Freund Harry? Er hat so eine Art Poweranzug. Damit kann er ordentlich austeilen. Bei den Jägern wird er echt helfen können, das steht fest. Warte! Ist er einer von uns? Quasi? Es geht alles so schnell, aber wir reden später. Ich muss los. Bis später. Das sagt er oft. Okay. Mal sehen, was mit Marlos ist. So, sind wir da. Kann ich nicht immer bequem umziehen. Auf ganz entspannt. Boah, geil. Das wird unglaublich viel bewirken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, bis dann. Oh, Miles. Hey, Ma. Komm her und setz dich. Ich wollte einfach nur sehen, wie es dir geht. Alles okay? Okay. Wirklich, alles gut.
Okay. Es ist gerade einfach echt viel los. Ich muss mich in der Stadt um so viel kümmern. Ich habe mega Stress wegen dem College-Aufsatz. Pete hat selbst genug zu tun. Und Lee. Lee ist noch da draußen. Macht dir das keine Sorgen? Natürlich macht mir das Sorgen. Aber mir liegt viel an diesen Reformen. Ich muss Dinge loslassen, die mich nicht voranbringen. Und mich darauf konzentrieren, wo ich hin will, nicht wo ich war. Entiende lo que te digo. Ja. Aber Lee? Den kann ich nicht loslassen. Angela, ich muss dich zurückrufen. Ausgesperrt? Du hast doch einen Schlüssel. Oh. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich mache ein paar Anrufe. Okay? Mom, soll ich hingehen? Hast du mir nicht gerade gesagt, wie viel du zu tun hast? Ja, aber für meine Nachbarn habe ich immer Zeit. Okay, Ma. Wohin muss ich? Harlem Cultural Center, 116. und Convent. Es geht um meine Freundin Angela. Sie will als Kuratorin einem zukünftigen Spender eine Privatführung geben. Doch das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Ups, wie peinlich. Angela hat eine Reihe an Stücken für eine neue Musikausstellung zusammengestellt. Aber es fehlen die Mittel. Ohne den Spender muss das Museum vielleicht dicht machen. Ich schau, dass sie reinkommt. Sehr schön. Alles klärchen. Whoopi! Sie wissen ja, wie viel mir am Erhalt des musikalischen Erbes der Gemeinde liegt. Aber wie kann ich einem Museum etwas spenden, dessen Sicherheitssystem nicht funktioniert? Darren, ich verstehe Ihre Besorgnis, aber ich versichere Ihnen, dieses Museum wird... Spider-Man. Oh, Gott sei Dank. Das System hat uns ausgesperrt und reagiert auf keine Eingabe mehr. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Ich muss die Schalttafel finden. Alles klar. Aha, aha, aha. Da. Na bitte, die Schalttafel. Oh, was ist mir hoch? Die Relais sind überlastet. Ich muss zum Reparieren rein. Okay, und jetzt? Ich mal alles für Angelas Führung. Was sind diese Typen? Der Alarm ist nicht ausgelöst. Der EMP hat das System flachgelegt. Wir sind ganz allein. Nur noch das Schloss aufsetzen und wir sind weg. Deswegen ist Angela verschwunden. Sollte das System zurücksetzen, reingehen und die Typen aufhalten. Mhm. Geschafft. Aber null Reaktion vom System. Ich muss die anderen Relais finden. Mhm. Na toll. Hey Miles. Ich war in allen Feast-Asylen. Keine Spur von Martin Lee. Danke. Mhm. Komm durch da. Sehr schön. Wo du was? Ihn zur Strecke hätte bringen können. Ach ja. Keine Sorge. Ich suche weiter. Dann muss es was Wertvolles geben. Profis. So. Zack. Wieder zum Lauf. Gut. Aber wild. Keine Reaktion. Wohl noch mehr Relais. Saxophon und Trommel sind schon im Laster, oder? Ja. Oh. Aber wir haben Zeit. Und noch sehr viel Platz in den Lastern. Oh, Scheiße. Vorbeischleichen.
wär's mit einer Ablenkung C-Dur. Was war das? Reiß dich zusammen, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Du schaffst das. Bei dem Kerl ist noch ein Schuss. Was ist das denn hier? Hey, Doug! Ich hoffe, das bist du! Hey, was ist das? Schieß drauf! Als ob der mich gesehen hat, Digga. Alles in Ordnung? Das gab ein kleines Problem, aber ich regel das. Schau dir die Instrumente an, wenn du da bist. Ist gut fürs Studium. Na, ich studiere Musiktechnologie. Computer sind meine Instrumente. Menschen lassen durch Musikinstrumente ihre Seele sprechen. Beim Mixen oder Samplen musst du genau hinhören, um die Seele einzufangen. Tja. Ein Computer kann das nicht. Weißt du, wie alt du gerade klingst? Du meinst wohl alt und weise. So. Sehr schön. Okay, das Signal ist jetzt stärker. Sieht aus, als gäbe es noch ein Relais, das aktiviert werden muss. Ja, genau darüber. Oh Mann. Ich muss durch den ganzen Raum hindurch. Nehmt die letzten Sachen und macht euch bereit zum Beladen der Laster. Wer macht hier Musik? Stolpert hier irgendjemand rum? Wer war das? Schnell, schnell, schnell. Ich muss das letzte Relais einschalten. Dann muss ich zur Laderampe. So. Ich muss dafür sorgen, dass die Typen nicht damit davonkommen. Scheiße. Bis zum Abo! Weg hier! Gut gemacht, bei der Bord. Jetzt bin ich dran. Fantastisch. Okay, dann klatschen wir die mal weg. Hab ich Bock drauf. Spider-Man, die Vordertür ist endlich offen. Aber es fehlt ein ganzer Haufen Zeug. Es ist alles hinten auf den Laderampen. Und da wird's auch bleiben. Schnell, nichts wie weg hier! Los, los, los! Okay. Ich rieche Chaos in der Luft. Oh, die Monitore sind so schief, Digga. Ich muss das richten gleich. Okay, also. In einer Stunde an Treffpunkt. Weiß ihn nicht. Na super. Geil. Sehr geil. Okay, alles klar. Das Bild. Ich muss die Laster stoppen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Wo
Gebt auf, Leute! Ihr kommt nicht davon! Nein, das gibt's doch nicht. Let's go. Spiel doch mal hier mit! Ja, Maniacs. Ihr wollt es also auf die harte Tour? Könnt ihr haben! Let's go. Sehr schön. Gut, weg mit euch. Ja, Runde. Funky Drummer. Es wurden nur Objekte von einem Truck geborgen? So ein Chaos. Bedauere, Angela. Das war's mit dem Deal. Das war's mit unserem wichtigen Spender. Es gibt doch die Spendengala. Wenn wir den zweiten Truck nicht finden, gibt es keine Ausstellung. Und ohne Ausstellung auch keine Gala. Und ohne Gala muss das Museum schließen. Dazu wird es nicht kommen. Versprochen. Hier. Das hat Clyde Stubblefield gehört. Dem ursprünglichen Funky Drummer. Weißt du, wie oft seine Sachen gesampelt werden? Er hatte so großen Einfluss. Eine direkte Linie von Funk zu Hip-Hop. Vielen Dank. Und keine Sorge, ich finde die restlichen Objekte. Danke. Ich sollte mich bei Pete melden. Okay, wild. Hey, Bro, hast du Zeit? Na klar. Harry ruft gerade an. Ich muss rangehen. Reden wir später? Oh, klar doch. Bis dann. Hey, Pete. Ich bin bei der Stiftung. Keine Spur von Dr. Connors, aber vier Augen sehen mehr als zwei. Bin unterwegs. Hast du was von MJ gehört? Du meintest, sie wollte zu seinem Haus, oder? Noch nicht. Sie wollte anrufen, wenn sie dort ist. Hoffen wir, dass er nur einen Tag krank feiert. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe im Büro nach. Komm bitte, sobald du kannst. Geil. So. Warte, wir haben zwei Punkte. Cool. Geil. Okay, das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Nein. Genau. Abiete, Junge. Eine Spur von Connors? Nein, noch nichts. Es ist MJ. Schlechte Nachricht. In Connors Haus wimmelt es vor Jägern und vom Arzt keine Spur. Gute Nachricht. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Auf der anderen Flussseite. Vielleicht bei...
geht's. Erwartet. Ich hol die Ausrüstung. Alter, MJ ist krass. Hat sich früher aus als gehofft. Ein Zoo. Ah, die hat mit Zähl trainiert, wild. Sein. Das muss ich Pete sagen. Krass, MJ, Digga. Wo ist der Laster? Gut. Die Dame kann umgehen damit, die Schlüsse. Genomaufzeichnung. Sie wollen seine Reptilgene reaktivieren. Oh, Scheiße. Die haben ihn gefangen genommen, die Missgeboten, Alter. MJ ist aber auch krass unterwegs, Digga. So. Hier haben sie sich wohl eingerichtet. Aha. Hallo? Ich mag's nicht, wenn man sich an mich ranschleicht. Hehehe, ganz entspannt. Vom Dach aus sehe ich vielleicht mehr. Aua, ouch. Du bist am falschen Ort, Kleine. Ich mache es möglichst schmerzlos. Verstecken bringt Mann. Nicht. Scheiße, Digga, die ist weg. Fuck, ja, Digga, warte mal kurz. Nochmal. Jetzt kann ich die Scheiße werfen. Du bist am falschen Ort, Kleine. Ich mache es möglichst schmerzlos. Ich komme zu dir. Hund. Techie, das ist meine extra Ladung, alter Bastard. So. Ich muss sie trennen. So viele wollten ihn töten. Menschen und Tiere. Wartet, ich untersuche das. So, der auch noch. Was sind sie, Doc? Was ist das da oben? Warte, hier, ne? Mhm. Oh mein Gott. Walter, ist er? Ich muss Connors finden. Wieder eine von Totenstille geplagte Nacht. Nicht mal seine Flügel konnten ihn retten. Damit hätte er überlegen sein können. Aber nein, ich habe sie gestürzt. Er ist tot? Mhm. Telefon. Connors Handy. Bitte stopp mich. Harry, ich bin's MJ. Ich bin in einem verlassenen Zoo in Jersey. Bitte. Nicht. Oh.
Bitte. Ihr versteht das nicht. Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden. Okay, Digga, lass mal gucken. Warte mal. Tschüssi. Oh nein, 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 nein. Ich hab sie. Scheiße. Verdammt, sie ist weg. Wir werden dich. Na, geh weg. Nicht weit sein. Du und? Lang, mit wem willst du ficken, Yoselemi? Mit wem willst du ficken? Okay. So. Code finden. Schlüssel klauen. Halb zur Welt. Alles klar. Muss neu verkabelt werden. Wartet, schon unterwegs. Was war das? Ich überprüfe das. Nix. Wapp. Nice, MG. Sehr schön. Nein! Schade, okay, ich hab noch was erwischt. Der Jäger mit dem Schlüssel ist da lang. Bin nah dran. Oh Gott. Da, er hat den Schlüssel. Das Tarnfeld. Ich kann mich dahinter verstecken. Ich weiß, es klingt verrückt. Ich kann. Da war was. Let's go. Aua, 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 aua. Lauf. Nein. Och man, beweg dich doch. Ich hasse Stealth. Ich hasse Stealth, Digga. Bin nah dran. Da. Er hat den Schlüssel. Das Tarnfeld. Ich kann mich dahinter verstecken. Ich weiß, es klingt verrückt. Ich überprüfe das. Jäger verletzt. Wir sind nicht allein. Ist nichts. Ich hab die Schlüssel. Zeit zu verschwenden. Lass den einen noch holen. Jäger K.O. Update. Let's go. Lass uns von ihr verbieseln, Alter. Und jetzt der Code. Ah, nee, scheiße. Der Code fehlt ja auch noch, na super. Alter, Dr. Connors, ja wo denn, Digga? Let's go. So viele Fackeln. Es kommen noch mehr Jäger.
Mann, du Dummer. Okay, ich brauche nur den Code für das Tor. So, dann hauen wir den weg. Okay. Die Frage ist jetzt nur, Digga, wo ist dieser scheiß Code? Das wird mir nicht mehr angezeigt. Reingekommen. Hä, wo muss ich denn hin? Die Jägerin mit dem Code ist zur Löwengrube gegangen. Das verstehe ich nicht. Ich meine, die Areale sind offen, das finde ich cool so. Aber wird da gerade nicht angezeigt, wohin ich muss. Sieht gut aus. Die Jägerin, die den Code eingab, muss in der Nähe sein. Ich habe nur eine von Fredens Jagden live erlebt. Ich träume immer noch. Ich sehe sie. Oh nein. Die Jägerin mit dem Code kam hier lang. Mhm. Ist sie. Wer damit? Oh, wer schreibt denn nicht seine Passwörter auf? Er nannte sich Manguste. Manguste. Vielleicht kennt der ja den Code. Ich muss ihm nur vorgaukeln, dass ich Vika bin. Und wo? Vika, Captain. Die haben eine Art Hierarchie. Offenbar hat sie einen hohen Rang. Gut zu wissen. Jetzt? Was jetzt? Rufzeichen für den Funk. Mhm. Mal sehen, wer diese Manguste ist. Garin, mein treuer Untergebener. So werde ich gleich durchschaut. Ich muss rausfinden, wer Vika ist. Sieht jemand etwas? Symkarianische Lyrik. Ist wohl ihre Muttersprache. Regre. Jo hier. Ihr Symkarianisch ist perfekt. Hoffentlich reicht meins aus. Okay, ich hole mir diesen Code. Komm schon, MJ. Dein Symkarianisch ist gut genug. Geh einfach ran. Itvika. Vika. Mangusnok. Vika. Bitte watch. Garin, elegem vana, hiva shaitbol. Hol vanak, akesolek hostorok. Okodok, sure sota, as is vomasio, tablan van. Tut hat nat? Teperigas tut hat net. Mil hongong beseles belem. Ne hiv telbet. Merta feet be kyruhet. Okay. Auf der Tafel also. Das hat sich gut angefühlt. Okay, ich sollte los, bevor er herkommt. Dieses Whiteboard. Das hier vielleicht? Oh, ich meine das hier. Da bist du ja. Codes für das Gehege. Okay, Connors, verschwinden wir hier. Alles klar. Da. Let's go. Tschüssi. So.
sollten nicht. Sie sollten nicht. Oh, Scheiße. Kennst du diese Bestie? Er heißt Kurt Connors. Er ist ein guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen. Nur gute Beute. Seid ihr zwei okay? Jetzt ja! Es gibt ein Labor im Atrium. Vielleicht gibt's da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihm welche. Den Hügel rauf! Das Glasgebäude! Bitte! Schnell! Wir machen den Weg frei! Haltet durch! Keine Sorge, Doc! Let's go, wir bringen sie zum Labor! Heute verwandeln sie sich nicht! Im Visier! Diese Jäger sind doch eindeutig lebensmüde! So. Die machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss! Wir müssen ein dickes Gehalt geben. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell? Sehr schön. MJ, geht weiter, aber vorsichtig! Let's go, die Runde. Ein paar Jäger versperren uns den Weg. Sie haben sogar ihre Haustiere mitgebracht. Jungs, er sieht nicht gut aus. Ich spüre es. Bitte. Wir sind fast da, Doc. So. Okay. Aua. Mann, du Drecksvieh. Ach, Junge, lass mich doch weg hier, Alter. Das war's, Bro, glaub ich. Weiter! Ja, das war's. Scheiße, Mann! Ach. Oh, langsam nervt's. Die gehen halt nicht wirklich drauf, Bro. Das ist halt richtig belastend, Digga. Wir müssen die Typen schnell loswerden! Beeilung! Ihr werdet den Meister nicht den Abend ruinieren! Was? Macht ihm keinen Spaß? Also echt! Was hat er denn gegen eine überraschende Wendung? Wenn euer Boss so voll ist, warum kämpft er dann nicht gegen uns? Ha, ihr seid seine Zeit nicht mehr. Aber eure schon? Die haben echt kein Selbstwertgefühl! MJ! Wir lassen nicht zu, dass die ihnen was antun. Alles wird gut. Bitte. Ich muss das nicht nochmal. Spider-Man! Tut mir leid. Aber wir müssen los. Mann, du Hund. Alter. Let's go. Das, damit kann ich ein Gegenmittel machen. Er ist hier. Nein.
tut mir leid. MJ! Nein! Nicht so giftig, wie alle sagen. Mal so, das wird deine bisher coolste Narbe. Okay, jetzt bin ich sozusagen MJ. Ja, MJ. Ich glaube, ich atme ich. Ich bring dich um! Harry! Ja, tu das! Nice. Verdammt, Digga, Piet ist im Arsch. Ein Schritt nach dem anderen, komm schon. Boah, ich glaube, aber bald wird es soweit sein. Oh, wieso wird man zu geil? Oh, ich freue mich drauf. Es wird so wild, es wird so wild. Ich bin so gespannt auf die Tricks, also auf die Moves. Das ist doch nichts. Weißt du, noch in der 5. Klasse als... Nein. Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Nein! MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Alles klar. Oh yeah, Digga, endlich. Oh, fühlt sich das gut an? Er lebt noch? Euer Boss muss wohl besser zielen. Digga, let's go, Junge. Let's go, endlich der fucking Venom-Anzug. Let's go, Digga. Junge, ist das krass.
Alter, ist das mächtig. Oh mein Gott, ist das geil. Der ist ja geisteskrank. Das ist ja der Wahnsinn. MJ, ich bin unterwegs. Was bist du? Verfolgt Lizard. Die Spinne gehört mir. Entspannt euch. Mir geht's gut. Vielleicht etwas Wasser. Wasser, hol ich. Der Anzug heilt also deine... Ja. Das heißt, ohne ihn bist du... Ja. Okay. Wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay. Ich versuch's mal. Oh. Pete, du hast da etwas im... Was ist... Okay, nicht was ich... Was zum... Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Craven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen. Okay, krass, es ist soweit, Digga. Wir haben den fucking Anzug. Wir haben den fucking Anzug, Digga. Wie geil ist das denn? Ein neuer Anzug. Und wie geil ist das denn, bitte? In Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Gute Idee. Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay, vielleicht hilft der Craven uns sein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen, okay? Ich gebe mein Bestes. Ich pass auf. Versprochen. Kranke Scheiße. Wir haben einfach den schwarzen Anzug. Wie geil ist das denn, Mann? Okay, ich glaube, das sind die Venom-Fähigkeiten, ne? Yes! Oh mein Gott, okay, geil. Warte! Was ist das? Wirkt mysteriös! Junge! Wie geil ist das denn, Alter? Okay, gut, Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wäre das letzte Spider-Man, dann zocken wir endlich mal mit dem schwarzen Anzug. Ich freue mich so krass drauf, Digga. Ich habe so Bock drauf. Wir sehen uns dann. Bis dann, checkt die mit so verschiedenen Zwiebeln. Und haut rein.